Willkommen zur nächsten Schatzsuche in Forza Horizon 5, was immer nötig ist. Es ist ein Elektroauto, ich habe den Rimac Nevera von 2021 genommen. Es dürfte aber auch jedes andere Elektroauto funktionieren. Und zwar eine Geschwindigkeit von 200 Meilen, das sind glaube ich so 300 km/h oder sowas. Wenn ich nicht ganz daneben liege, dann das Ganze hier unten, Fluglandebahn. Hier einfach mal durchbeschleunigen und dann ja, natürlich lautlos sollte das funktionieren. So, ab 300, also 330 waren es jetzt. Ach, gleich da hinten. Was bestimmt so unter der Brücke. Bestimmt hier irgendwo. Nee, nicht ganz. Ist es auf der anderen Seite? Das müsste doch. Ach, dahinter. Ja, da ist die. Da ist die Schatzkiste. Da noch ein Stück näher. Und es wird unten nicht erkannt. Okay, auf jeden Fall ist sie dann hier unten. Da ist die Schatztruhe. Da ist sie dann versteckt. Das war es dann auch schon mit dem Video. Dann kommt noch die wöchentliche und die Fotoherausforderung haben wir auch noch. Genau. Das war es dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.